Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Ja, Lydia findet es auch langweilig. Kann ich gut verstehen. Und ich muss ein bisschen was erzählen. Upsi, was habe ich? Achso, ich saß hier am Feuer. Ja, genau. Ich habe nämlich ein bisschen geschafft. Ihr werdet es vielleicht merken, die letzte Folge endete nicht hier in unserem Häuschen. Ich war ein bisschen fleißig. Ich dachte mir, ich mache mal keine extra Schmiedefolge, weil ich jetzt schon ein paar davon hatte. Und eigentlich ist das immer das Gleiche. Und ich dachte mir, ich mache das einfach so offscreen und sage dann einfach, was ich gemacht habe, wenn es wichtig ist. Weil das meiste mache ich ja eigentlich nur dafür, dass ich Level kriege halt. Und ja, zum Verkaufen halt auch. Man sieht auch übrigens hier, ich habe jetzt 6800 Gold, also schon einiges. Und ich glaube, ich bin nicht alles los. Jetzt klicke ich mit Rechtsklick drauf, ne? Hallo Minecraft. Ich bin nicht alles losgeworden, also man sieht es hier schon. Ich konnte auch nicht alles verzaubern. Also nicht alles verzaubern und nicht alles verkaufen, weil die Leute hatten kein Geld irgendwann mehr. Und ich hatte keine Seelensteine mehr. Und hier hängt übrigens jetzt Nesselfluch, das habe ich mal dahin gehängt. Und das einzig Wichtige, was ich eigentlich gemacht habe, ist, ich habe meine Lederrüstung verkauft. Und habe dafür die Elfenrüstung, die ich in der letzten, ich glaube in der letzten Folge hatte ich die gefunden, habe ich habe die noch ein bisschen gelevelt, habe die fein gemacht jeweils. Also die Schuhe hatte ich ja, die elfischer Magievorschub und hier die Magieboosts fein. Das sind die beiden Sachen, die ich gefunden habe. Also wie gesagt, einmal Schuhe, einmal Rüstung, einmal Handschuhe. Und die habe ich jeweils fein gemacht und habe jeweils noch eine Verzauberung drauf gemacht. Also bei den Elfenhandschuhen des Magieboosts, der steigert die Magika um 9. Die elfischen Schneeschuhe steigern die Frostresistenz um 7. Und der elfische Magievorschub, Magika regeneriert sich 9% schneller. Genau, ansonsten habe ich immer noch Gandalfs Geschmeide an. Meinen Lederhelm habe ich noch auf und den Ring der Zerstörung habe ich auch noch an. Sonst ist also nichts passiert. Und das war, glaube ich, ganz gut, dass ich das offscreen gemacht habe, ehrlich gesagt, weil ich hatte dann die ganzen Materialien dabei, habe alles geschmiedet und ich habe, glaube ich, 700 Kilo gewogen. Also ich hatte den berühmten Satz, du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Und, Das war ganz schön langwierig, weil ich mit dem ganzen Zeug ja dann hoch zum Jarl bin, wo ich verzaubern und entzaubern konnte. Und dann wieder zurück runter und dann zu den ganzen Händlern, die mir das abgekauft haben. Und dann, dann war ich, glaube ich, nicht mehr überladen. Dann habe ich den Rest hier reingepackt. Aber es war alles in allem ganz schön lang. Ich glaube, es war länger als eine normale Folge. Von daher passt es, glaube ich, dass ich das mal offscreen gemacht habe. Und ich würde es, glaube ich, beim nächsten Mal wieder so machen. So dass ich das einfach alles hier sammle und ja immer den gleichen Vorgang mache und nur wenn halt irgendwas Wichtiges ist, was ich dann auch anziehe oder eine neue Waffe, die ich dann benutze, dass ich die jetzt dann nochmal zeige. Genau. Was ich auch noch gemacht habe, ich bin auch noch eine Stufe aufgestiegen, das habe ich dann aber auch als, ich glaube für die Verzauberung habe ich mir dann einen Perk ausgesucht. Ich glaube, dass die Verzauberung ein bisschen stärker sind. So, wir haben übrigens 6 Uhr abends. Ich habe lange geschafft. Es war sogar länger als ein Tag. Hier ist übrigens auch noch ein bisschen was drin. Ich konnte auch nicht alles tatsächlich verschmieden, teilweise, weil ich noch nicht die... Ja, eigentlich größte... Das sind eigentlich jetzt alle Sachen, die ich jetzt... wo ich noch nicht das Talent zu habe. Also ich kann auch nichts mit Silber machen. Ich kann auch nichts mit Orichalkum machen, offensichtlich. Oder man braucht irgendwie 2 davon, um einen zu schmieden, das kann auch sein. Oder hier so, ja, die Amethysten und so weiter, die ich dann in die Ketten und die Ringe einfüge, da hatte ich halt einfach kein Gold und kein Silber mehr. Und Leder halt auch nichts mehr, womit ich das verarbeiten konnte. So, wir gehen schlafen. Lydia wacht über uns. Ich würde sagen 12 Stunden, dann ist es 6 Uhr morgens. Das ist eine gute Zeit, um seine Abenteuer zu starten. Und ich habe mir noch nicht so richtig überlegt, was ich mache. Wobei, ich habe schon so ein bisschen eine kleine Ahnung. Ich muss mal gucken, was ich für Quests... Mit euch, mein Tane. Ja, danke. Danke, Lydia. Habt Dank.
Ich muss mal ein bisschen gucken. Ich glaube, ich hatte schon mal ein paar Sachen mir markiert und vorgemerkt. Aber mich zieht so ein bisschen in den Norden, muss ich sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt... Also gut, wir müssen nach Flussfall... Gut, das könnten wir vielleicht noch machen. Trifft Delfin in Flussfall. Ach ja, genau. Und hier den findet die Energiequelle. Den Bollwerk von Wimmerwind. Das könnten wir theoretisch eigentlich auch machen. Da oben ist hier der Altar des Himmelgeborenen. Das ist ein Drachenkampf. Das können wir auch irgendwann machen. Und hier finde Chavis. Da könnten wir eigentlich schnell hinreisen, ehrlich gesagt. Im Versteck des verlorenen Messers, weil, das ist ja eine Strecke, die kennen wir schon. Komm, dann lass uns da hinreisen. Festung Amol. Kann sein, dass wir da gleich wieder angegriffen werden. So war es beim letzten Mal. Dann erledigen wir das schnell. Dann haben wir das nämlich noch abgeschlossen und, ich glaube, ach ja, wir haben auch noch den, ich weiß nicht, ich bin echt unsicher, was ich machen soll. Wir müssen auch das weiße Fläschchen in Windhelm abgeben. Was ist denn Narsulbur? Kenn ich überhaupt nicht. Also das Symbol, ist das eine Stadt? Was sagst du? Also entweder hier runter? Komm, da waren wir letzte Folge schon. Wir gehen jetzt hier nach Flusswald. Ich reise aber schnell, die Strecke kennen wir ja auch schon. Wir reisen schnell nach Flusswald. Und dann gehen wir da unten ein bisschen rum, machen mal diese Energiequelle. Das haben wir nämlich auch schon seit 100 Jahren im Questbuch stehen. Mögen und es wird nicht... Über eure Kämpfe ja. Hab Dank, Alvor. Hab Dank. So, wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Okay, 9. Also 3 Stunden braucht man hierher. Ist gut zu wissen. So, wir haben, glaube ich, den Schlüssel zu dem Geheimgang. Ich glaube, euch ist... Folgt. Kommt. Ich habe einen Plan. Mach mal wieder die Tür zu, ne, bevor ihr den Schrank da wegschiebt, okay? Da, danke, dass ihr gewartet habt. Danke, dass ihr gewartet habt. So, Delfin, sag an. Ja. Wie wir euch in die Botschaft der Talmud schmuggeln. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Kommt ihr nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Geile Party. Sobald ihr Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elendens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmud zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Nein. Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elendens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Malborn. Malborn roh. Sorry, hier war gerade irgend so ein Brummen. Ich dachte, das war draußen gewesen. Wer ist dieser Kontakt? Seid ihr auch sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Der Malborn? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Gute Mischung. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Talmor sind auch ganz, ganz sympathische Leute, scheinbar.
Okay, wie komme ich auf diese Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Krieg ich bestimmt hin. Und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elendens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Okay, alles klar. Das klingt nach einer machbaren Aufgabe nicht. Ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Aber er hat ja Zeit, ne? Ich wollte mich noch ein bisschen um ein paar andere Sachen kümmern. Ist das jetzt automatisch aktiviert? Ja, das ist automatisch aktiviert hier, ne? Einsamkeit, ja. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich demnächst nach Einsamkeit. Ich werde es aber mal deaktivieren. Ich werde es erst nochmal wieder deaktivieren. Ich will jetzt erstmal hier die Energiequelle finden. Das habe ich echt schon so ewig. Badenakademie, Akademie von Winterfest, das müssen wir auch alles mal machen. Gut, was darf ich durch? Danke. Nein, 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 alles gut. Ich wollte nur vorbei, ihr seid so lahm. Euer Ehren. So, dann die Richtung, richtig, genau. Die Frage ist, gehen wir da zu Fuß oder wollen wir direkt zu den Wächtersteinen reisen? Weil, ja komm, wir reisen zu den Wächtersteinen, die Strecke kennen wir ja auch schon. Genau, und da geht's, glaube ich, hier eine... Ja, da geht hier... Nee, hier geht gar nichts. Ich dachte, hier geht's... Nein, hier geht nichts. Okay, das heißt, ich muss noch ein bisschen weiter hoch. Wie kommen wir denn da hin jetzt? Ja, irgendwo gab es hier eine Abzweigung. Ich bin mir sehr sicher. Hier. Das ist die. Unterwegs sammeln wir wieder ein paar Zutaten für unsere Verzauberungsexperimente. Nee, nicht Verzauberung, Alchemie-Experimente. Und wir gucken natürlich unterwegs auch so ein bisschen nach Landmarks. Hat es gerade gejault oder war das der Wind? Oh. Ja, bitte. Lauft ruhig einfach davon. Habe ich gern gemacht. So. Irgendwo noch Pfeile rumliegen vielleicht. Aber nicht so gut getroffen. Nö, haben wir nicht. So, hier war noch ein Häuschen. Das ist da oben. In welche Richtung ist das? Die falsche Richtung. Die Frage, kommen wir da überhaupt hin von hier aus? Sieht nicht so aus, ne? Das scheint auf der anderen Seite des Bergs zu sein. Jo, das scheint auf der anderen Seite des Bergs. Oder? Kommen wir hier vielleicht hoch. Ah ja. Oder nicht? So, das sind jetzt Wölfe. Episch. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt zu diesem Häuschen kommen. Oder ob uns noch ein paar gefährliche Wölfe begegnen. Ah, da ist es. Die Frage. Naja, komm, wir decken es mal auf. Aber das ist nicht so ganz unsere
Richtung eigentlich, ne? Kommen wir hier runter? Speicher mal. Nicht, dass ich jetzt sterbe, wenn ich hier runterspringe. Nö. Ich bin ja ein Elf. Reicht wie eine Elfe. Oh, ein Nirnwurz. Was bist du? Ach so. Ganz aggressiven Schlammkrabben, ne? Habt ihr gesehen, dass die mich angreifen wollten? Habt ihr gesehen, oder? Was ist da? Kiefernwacht ist auf jeden Fall hier. Eben irgendwas brüllen hören. Egal. Gehen wir weiter. Ich wollte eigentlich eh nur aufdecken. Jetzt wieder zurück, weil da hinten liegen ja noch die Wölfe, die ich abgrasen muss. Wir müssten hier unten irgendwo sein, ne? Wo habe ich die denn? Wo habe ich die denn erwischt? Ach, da. Immer schön mitnehmen, weil kann man schön Leder draus machen, ne? Kann man schön abledern. So, ich laufe hier so ein bisschen quer durch die Wildnis. So scheint's. Und wieder Wölfe. Ich nehme mal mein Erfrischungsstäbchen. Ich nehme aber mal in die linke Hand die Seelenfalle. Vielleicht klappt das ja. Neue Stufe! Ah, da bist du. Geil, Seelenfalle. Seelenfalle, wie das duftet. So, und den anderen hatte ich hier irgendwo erwischt. Ne, ja. Da, so das denn. So, neue Stufe habe ich mitbekommen. Ich will gerade mal schauen, wie schaut's aus mit dem Seelenfallen. Das sind auch armselige, ne? Winziger Seelenstein, armselig, ja. Aber ich habe auch nur gewöhnliche und da hatte ich ja schon festgestellt, dass da zumindest keine Menschen reinpassen. Ich weiß aber noch nicht, was da reinpasst. Ich weiß noch nicht, was da reinpasst. Aufsteigen. Wir gehen auf Gesundheit. Ich versuche mal die beiden auf 200 zu bekommen und dann mache ich auch ein bisschen Ausdauer. So, und vielleicht, ich bin noch so im Schmieden drin. Vielleicht können wir beim Schmieden was machen, aber ich glaube, da müssen wir erst noch besser werden. Ne? Die elfische Schmiedekunst erfordert 30, ja. So, für Zauberer, das hatte ich übrigens letztes Mal gemacht. Erfordert 40 und ich habe 44. Das wäre natürlich auch eine Idee. Allerdings müsste ich auch vielleicht ein bisschen auf die Kampfdinger gehen noch. Redekunst können wir eigentlich auch mal machen. Oder Schleichen mal wieder. Schleichen 50. Blattschuss habe ich ja schon und die Meuchelklinge erfordert 50. Schleichangriffe mit Leuchten verursachen das 15-fache. Das mache ich auf jeden Fall. Das will ich sowieso haben, ja. Cool. Nice. Ich muss mich gerade mal ein bisschen orientieren. Wo bin ich denn hier? Okay, ich gehe am See lang und das ist da oben im Gebirge irgendwo da. Dann werde ich doch mal versuchen. Das hier einen Schädel.
will ich doch mal versuchen, so ein bisschen hochzukommen. Nicht, dass wir gleich da sind und dann stehen wir vom Berg und kommen nicht mehr nach oben. Das scheint hier zu sein, ne? Schleich mal wieder. Waffen ausgepackt, aber erstmal die Fernkampfwaffen. Irgendjemand? Hallo? Auf jeden Fall ist hier ein Schatz. Es könnte sein, dass das ein Schatz ist. Den ich, also wo ich später eine Schatzkarte für finde. Schlossknacken habe ich glaube ich auch noch nicht gelevelt, ne? So einen gewöhnlichen Seelenstein, sehr gut. 20 Gold, Heilung und starke Heilung. Optimal. Was ist das denn? Ne, das ist nicht hier oben. Da unten. Jetzt bin ich oben drüber. Okay, alles klar. Eine Sekunde. So. Entschuldigung. Ich muss gerade mal was klären. Wimmerwind, nördliches Bollwerk. Genau hier wollten wir hin. Hier wollten wir eine Energiequelle finden. Vielleicht können wir ja hier als alternative Energiequelle nutzen und alle Kohlekraftwerke abschalten. Das wäre doch mal was. Bin ich doof? Wie komme ich denn da rein? Also die Antwort kenne ich da drauf. Hier liegt übrigens eine Axt und hier stehen ein paar Stiefel rum. Aber irgendwie... Wo ich denn da rein? Hab ich jetzt hier die Tür übersehen? Hä? Noch weiter runter? Noch weiter runter. Ja, hier scheint es reinzugehen. Alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Jetzt nochmal hydrieren. Vor so einer Höhlentour ist wichtig. Ich habe jetzt übrigens Meuchelklinge, das muss ich. Da muss ich dran denken. Ich kann schon euer Blut sehen. Warte, was soll das? Fuß runter! Oh oh, warum ist der denn so mächtig? Der schäbige Vampir. Gesundheit. Wir haben noch starke Heilung. Dann nehmen wir mal gleich zwei von, würde ich sagen. Was haben wir jetzt noch? Ja, das reicht, glaube ich, erstmal. Was ist das denn für ein Zauber, den die da hat? Ist ja unglaublich.
Gleich mal alle Zaubertränke auf einmal rausgehauen. Habe ich denn von der kleinen Heilung? Guck mal, das zieht überhaupt nichts ab. Warum zieht es überhaupt nichts ab? Ich nehme mal Funken. Ah ja. Oh, Gott sei Dank. Alter. Lass mich noch ganz kurz was gucken. Hab ich hier eventuell... Okay, ich versuche mal, was passiert, wenn ich jetzt einen Gesundheitstrank trinke. Krankheitsheilung. Habe ich sogar 9 Stück. Hat das geholfen? Okay, es hat geholfen. Sehr gut. Sollte man auch immer ein paar dabei haben. Okay. Wir sind ein bisschen... Achso. Aufschließen? Echt? Geht's hier nicht weiter sonst, wenn man das nicht hinkriegt? Das ist aber ungewöhnlich für Skyrim. Ja, aber scheint so zu sein. Hier ist der Stuhlkreis irgendwie. Da noch drin? Nicht so schön ist. Okay, gut. Dann aufschließen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser klappt mit dem Schleichen. Ich weiß nicht, wo die herkam. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Und auf einmal stand die hinter mir, obwohl ich ja derjenige war. Guck mal, da liegt ein Haufen Brösel. Hier scheint auf jeden Fall erstmal keiner zu sein. Ich mache erstmal den Loot Heinz. Der Loot Heinz ist wieder unterwegs. Gold, das. Aschehaufen, ne? Vampire, ich mag Vampire nicht. Beschädigtes Buch. Da steht was, oder? Gift der Furcht. Hier liegt ein Buch. Auch beschädigt. Da ist eine Kette. Ah ja. Ein kleines Todesfältchen scheinbar. Gut, ich würde sagen, wir steigen hier noch weiter rein, aber das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.